Moin Moin und herzlich willkommen zu meinen persönlichen Tabletop-YouTube-Highlights aus dem April 2019. Endlich ein Lebenszeichen vom Chef. Knapp ein Vierteljahr hatte Jens, alias Chef Oberboss, sich und seinem Kanal eine Pause gegönnt. Schließlich hat man als YouTuber ja auch sowas wie Familie, Job und Privatleben. Nun ist er endlich zurück, aber regelmäßige Videos wie früher dürft ihr dennoch nicht erwarten. Aber ab und zu läuft halt mal wieder die Chefkamera. So wie hier beim Bemalen der Zombieside-Zombies. Summoners ist ein deutsches und noch nicht allzu bekanntes Tabletop-Spiel. Doch der Tobi hat natürlich schon einen Spielbericht gedreht. Sein Gegenüber hierbei war übrigens kein geringer als Christian, einer der Summoners-Entwickler. Entsprechend seht ihr auch im Video, wie man Summoners richtig spielt und wie viel Spaß selbst eine bittere Niederlage machen kann. Gell, Tobi? Herzlichen Glückwunsch an Thomas. Sein Kanal Laser Creation World feiert den ersten Geburtstag. Und zum Jubiläum wurde ein kleines, aber feines Tutorial online gestellt. Schritt für Schritt seht ihr, wie ein Holzkarren gebaut und anschließend verwittert wird. Aufgrund des großen Erfolges des Kanals will der Thomas im Sommer sogar einen Online-Shop mit all den in den Videos gezeigten Bausätzen einrichten. Ich freue mich drauf. Im Kanal No Pain No Game erschien vor kurzem ein Einsteiger-Video zu X-Wing. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt eine Erwähnung wert, doch dieser Clip ist mit Gebärdensprache versehen. Eine echte Premiere, wenn nicht sogar Weltpremiere im Tabletop-Hobby. Und obendrein eine tolle Idee, neue Spieler an unser Hobby heranzuführen. Weiter so. Der Australier Lachlan Linton Kane hat in den vergangenen Wochen mal wieder an einer Spielplatte für Mittelerde gewerkelt. Genauer gesagt hat er die Rohan-Siedlung Edoras nachgebaut. Und das bereits zum zweiten Mal. Entsprechend geht er in seinem Video auf die Unterschiede zwischen seinen beiden Platten ein und verrät, warum er nun manches ganz anders gemacht hat. Sehr interessant. Das war's mit meinen persönlichen Tabletop-Tipps aus dem April 2019. Mehr aktuelle Tabletop-Videos findet ihr auf Facebook in der Jukraut-Gruppe oder direkt auf jukraut.de. Wir sehen uns am letzten Dienstag im Mai wieder oder wenn ihr wollt, schon am kommenden Freitag zum nächsten TWS-Video. Bis dann!